Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Shift Update für den 17. Januar 2017 von Yara Alessandra Seidel. Die Woche vom 16. bis zum 22.01. sind Tage des absoluten Umbaus der bisherigen Vorstellungen dessen, was euer Leben ausmachte. Finale Neuanfänge, Neuprogrammierungen in allen Fasern des Seins in physischer Materie. Am 107. Tag, in der Geburtsphase der 5. Abmessung im Innen und Außen des Planeten Erde, schreitet ihr auf dem königlichen Pfad in Richtung Vollendung. Alle alten Paradigmen verschließen, wenn auch verlangsamt, endgültig ihre Pforten und öffnen neue, noch unbefleckte Felder eurer neuen Welt. Kann Chaos entstehen lassen. Die natürliche Kurve der Verschiebungen initiiert den direkten Anstieg der Energie. Initiierend, regulierend und ausgleichend wirkte das 12-12er-Portal im Jahre 9, außerhalb von Raum und Zeit, zwischen Universum und Erde, aller Evolution, mehrdimensional, entfaltet nun mit 20-1 die volle Blaupause der Schöpfung mit ihren Gaben der Liebe. Der Anfang der Verschmelzung von Einheiten und Dualität hat begonnen, lässt Christusbewusstsein entfalten und folgt dem Leitgesetz der Schöpfung mit seiner lebendigen Wahrheit, dem allumfassenden Prinzip der Liebe. Die lebendige Wahrheit umschichtet unser Sonnensystem, lässt Handlungen, die auf Ängsten basieren, mit ihren Inhalten eliminieren. Die Spezies der Erde handeln nun in Liebe. Physische Leiden und Formen der Trennung sind passé. Harmonisches Gleichgewicht ist geboren. Tapas-Mensch, Schöpfung. Yagna-Mensch, Natur. Und Dana-Mensch, Mensch, Sanskrit. Verändern ihre Geisteshaltung in der Trinität der Humanoiden. Ihr seid der Samen, Keimling der Schöpfung, Christavatare. Ich bin aus Licht und Liebe geboren, um in verschiedensten Formen Erfahrungen zu sammeln. Im Hier und Jetzt aktiviere ich meine innenwohnende Meer, Bewegung, Ka, Licht, Ba, Körper. Nutze diese, um meine Vibration zu erhöhen, senken, damit feinstoffliche und feststoffliche Anatomie meiner Körperform für den Weg nach Hause lenkbar werden. Die Reinigungs- und Abtrennungsarbeiten der Körper sind beinahe abgeschlossen. Vielfach wurde es durch euer Ausscheidungssystem entsorgt. Verdauungsorgane, Niere, Haut, Magen, Darm, Muskeln, Bindegewebe, Übersäuerung, Knie, Handflächen, Fußsohlen, Ellbogen. In der Leere, die keine Leere ist, entsteht durch kreative Schöpfung Ka-Ra-Ya-Sa-Ta, Tonfolge der Blaupause der Schöpfung, euch bekannt als Kristallin, die Umwandlung von göttlichen Kräften und Energie, ist gleich Entstehung des ganzheitlichen galaktischen Menschen. Andocken des humanoiden 12-Chakren-System an das kosmische Herz, planetarischer Ton, 136,10 Hertz. Unterstützung auf der Himmelsbühne ist durch den Nachrichtendienst Merkur geboten. Die Leitungen in alle Universen sind klar und stabil. Über das kristalline Netzwerk empfangen wir aus dem Makrokosmos grandiose Mitteilungen aus der Ebene der 12. Abmessung. Schöpfer, Göttinnenmutter. Farbströmung kristallin weiß, lila, rosa. Spirituelle Punkte 17 Harmonie, 18 freier Wille, Entscheidungsfindung, 19 Kundalini, 20 Meisterschaft, 21 Fülle und 22 Klarheit. Erinnerungen aus den Lebensabschnitten 42. bis 57. Lebensjahr.
fantastische, ereignisreiche Woche. Yara Alessandra. In den nächsten Tagen auf Reisen werde ich keine Post beantworten und bitte um euer Verständnis.